Promi-Geflüster heute wieder aus dem Homeoffice. Über Skype sind wir heute wieder verbunden mit Julian Reim. Und Reim, das ist natürlich schon so der Name, man kann es nicht verleugnen. Er hat einen berühmten, bekannten Vater, nämlich den Matthias. Und ich sage jetzt erstmal Hallo dem Julian. Und ja, ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, denn er ist am Bodensee aktuell. Ja, genau. Ich bin gerade für den schönen Urlaub, jetzt auch im Sonnenschein, mal in den Bodensee gefahren, die Familie besuchen und habe hier aber auch die Möglichkeit, mein Homeoffice mal quasi aufzusetzen und hier mit dir zu skypen. Genau, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, denn wie du gerade im Vorfeld gesprochen hast oder erzählt hast, es ist eigentlich so gar nicht so eine typische Uhrzeit. Wann beginnt denn bei dir der Tag? Man sagt ja immer, es gibt Frühaufsteher und so Nachteulen und drum und dran, aber ich bin beides nicht. Ich schlafe einfach eher gerne länger. So jetzt genau, wir haben jetzt 11 Uhr bei der Aufzeichnung. Das ist so die Zeit, wo ich eigentlich aufwache langsam und dann aufstehe, mich dusche und mir meinen Kaffee mache. Mhm. Aber ich glaube, ich bin fit. Tolles Hawaii-Hemd hat er an, das haben wir auch gerade schon festgestellt. Zum einen hat es so ein bisschen was wie beim Rate-Quiz gefragt, gejagt. Da gibt es einen Rater, einen Jäger. Oder natürlich geht, glaube ich, eher in Richtung Tom Selleck, der dich so ein bisschen animiert, ne, von Magnum. Ja, genau. Also ich bin jetzt auch in der Corona-Zeit, hatte ich so viel Zeit, dass mir irgendwann die Filme ausgegangen sind. Und dann bin ich halt wirklich immer weiter zurück in die Zeit gegangen und irgendwann bin ich da drüber gestoßen. Und diese Hemden, diese Tom Selleck-Hemden, ich fand die so geil. Also jetzt, deswegen renne ich auch durch jeden Second-Hand-Laden, der mir über den Weg kommt und suche dann einfach nur nach den verrücktesten Hawaii-Hemden, die ich kriegen kann. Aber für den Sommer sind die perfekt. Das stimmt, durchaus, ja. Genau. Jetzt wollen wir aber gar nicht so viel über die Mode sprechen, sondern eher mal um deine Musik, denn aktuell gibt es eine neue Single von dir, Euphorie, genau. Ja. Und da geht es einfach ums Tanzen. Wie ist denn der Song entstanden? Erzähl mal. Einmal, der Song hat halt, kommt bei mir aus sehr verschiedenen Richtungen. Ich habe ihn im Dezember 2019 geschrieben und da war es einfach so düster und dunkel. Ich mag den Winter ja nicht so, ne? Mhm. Und gerade wenn so Weihnachten vorbei ist und all die Lichter langsam, die diese Zeit auch erträglich gemacht haben, ausgehen, und dann sitzt du in dieser absoluten Dunkelheit für noch weitere 3 Monate und versuchst irgendwie happy zu bleiben und nicht da komplett im Wahnsinn zu verfallen. Und genau in der Zeit habe ich irgendwie gerade auch so, ich hatte auch persönlich so ein paar Probleme mit in einer Beziehung. Und dann, als das alles sich irgendwie so gelöst hatte, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich endlich wieder tanzen konnte. Also, ab und zu ist man irgendwie so negativ behaftet in so einer Zeit, dass es irgendwie einem auch schwer fällt, irgendwie die Musik zu genießen, die man am liebsten mag. Als ich dann endlich wieder in der Küche stand und zum Radio getanzt habe und mitgesungen habe, oder wenn man unter der Dusche wieder anfängt zu singen, oder wenn man im Auto sitzt und endlich wieder mitgrölt zu seinen Lieblingssongs, das war dieses Gefühl, was ich einfangen wollte, diese Euphorie, tut mir leid. Und die andere Sache ist, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang oder jetzt Bühnenerfahrungen dann sammeln dürfen, auch in gigantischen TV-Shows, wo ich einfach nur echt Glück hatte, dass mich die Leute da so mochten, dass sie mich auch wieder eingeladen hatten. Und dann hat sich halt auch herausgestellt, dass ich so einen eigenen Tanzstil habe auf der Bühne. Und habe ich schon alles genannt von Flummi, nennt mich eine sehr gute Freundin immer, wenn sie mich über die Bühne hüpfen sieht. Aber ich habe mir halt gedacht, ich tanze, wie ich tanze, wie ich bin. Ich tanze, wie ich will. Und genau das mögen auch Menschen an mir. Hoffentlich. Und auch manche nicht. Aber das ist halt, wie ich bin. Und ich möchte es auch genauso weiterführen. Ja, klar. Das kommt, denke ich mal, sehr, sehr gut. Und versprüht auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Sommerfeeling. Man ist draußen auf der Straße, man kann tanzen und ja, also sich wirklich frei bewegen. Genau, und dein Titel davor, Grau, hat zunächst auch so ein bisschen, denke ich mal, eine
ja, man lässt eher mal eine düstere Vermutung auf sich wirken, ja, sozusagen. Klar, ja. Ist das auch so entstanden in etwa, auch in den grauen Tagen? Grau war absolut, eigentlich im Gegenteil. Grau entstand auf Mallorca im absoluten Hochsommer. Okay. wo man eigentlich eher denkt, aber ich glaube, genau diese Polarität zieht sich einander an. Nee, Grau war natürlich ist auch eine sehr, sehr persönliche Nummer, aber ich schreibe eigentlich alles sehr, sehr persönlich. Sobald in einem Song das Wort ich tanze oder drin vorkommt, dann meine ich auch ich, mich. Prima. Wie schaut es denn aus? Jetzt sind, wie gesagt, zwei Nummern draußen. Arbeitest du langsam auf ein Album hin, also dass man mehr Songs noch hat? Gibt es da weitere Titel in der Schublade? Also ich arbeite seit Jahren auf etwas hin. Und jetzt, da ich halt aber auch nie aufhöre, an diesem Projekt zu arbeiten, wird es immer mehr. Und wir haben langsam sicher haben wir so viele Songs von mir, dass wir, wenn es irgendwann mal Richtung Album gehen sollte, wir einfach nur auswählen können und abwägen können, welche Songs da am besten drauf passen. Denn ich bin auch, was das angeht, keiner Perfektionist. Und genug Songs für ein Album sind da, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Und das Ding kommt erst raus, wenn ich wirklich zu 100% sagen kann, das ist das Niveau, was ich möchte, was die Leute von mir da draußen sehen. Ja, klar. Ich meine, heutzutage, klar, man braucht schon, um Erfolg zu haben, wirklich eine gute Nummer, denke ich mal. Und klar, die neuen Medien helfen einem zum Teil dann auch dabei. Jetzt natürlich die Titel, wie sie so entstehen. Was sagt der Vater dazu? Gibt er Rat, Tipps oder hörst du da wirklich nur auf dein Bauchgefühl? Also man darf ja nicht unterschätzen, wir sind alles Musiker in diesem Haushalt und ich bin ja jetzt auch gerade zu Besuch bei der Familie. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist uns gegenseitig die neuen Songs vorzuspielen oder die Ideen vorzuspielen. Die ersten 3 Tage geht es halt nur um Musik und das ist halt auch toll. Und die gemeinsame Kommunikation auch mit Christine und dann auch mit Matthias, das macht natürlich Spaß, aber man darf auch nicht vergessen, wir sind unsere eigenen Künstler und unsere eigenen Musiker und wir haben auch unsere eigenen Teams dahinter. Und mein Team ist zum Beispiel Felipe Escanio, der mein Produzent auf Mallorca, mit dem ich dann auch mit dem ich die Songs dann auch am Ende im Studio weiter ausbaue als meine Demo. Und erst wenn ein Song quasi fertig ist oder in diesem Stadium ist, wo man sagt, wo könnten wir jetzt damit hingehen, passt das so, dass dann schicke ich das dann natürlich für Feedback an Matthias und Christine. Und meistens sind sie happy damit, ab und zu hat man dann so konstruktive Kritik, aber die auch gerne gehört wird, weil es halt natürlich von jemandem kommt, wo ich ganz genau weiß, es ist nicht nur jemand, der sich gerne selbst reden hört. Klar, er hat natürlich, dein Vater, muss man ganz klar sagen, er hat ja auch Höhen und Tiefen gehabt, auch musikalisch. Natürlich, es war auch nicht jeder Titel gleich ein Erfolg, aber dass es bei ihm gleich am Anfang so gut eingeschlagen hat, war natürlich auch Glück. Ja, ne? Also hab mal, verdammt, ich lieb dich. Das ist ein, ein Überhit. Richtig. Ja. Ist natürlich auch, hat damals gute Fernsehpräsenz gehabt. Es gab damals noch viel mehr Sendungen als heute. Es wird ja immer dünner in der Richtung, aber ich denke mal, da sind natürlich bei euch jungen Leuten wiederum die neuen Medien natürlich sehr interessant, wie Instagram oder Facebook oder sowas. Was nutzt du da hauptsächlich? Also ich bin hauptsächlich auf Instagram. Gott sei Dank kann man das so noch kombinieren, sodass man alles, was man auf Instagram postet, auch auf Facebook postet. Dann schaue ich natürlich auch auf Facebook nach, aber ich persönlich bin halt auch eher mit Instagram aufgewachsen und kenne das auch einfach eher. Und dann verliere ich meinen Faden. Und ja, ich sehe gerade hier, ich bin parallel bei Instagram bei deinem Ding drauf. Ich meine, das wächst ja zunehmend. Ja, du hast ja immerhin schon über 7.500 Abonnenten. Also das ist sozusagen als Newcomer doch schon ganz ordentlich, ne? Auf jeden Fall. Und ich sehe ja auch, wie es wächst und wie langsam aber sich eine Community entsteht. Und auch ich habe einen eigenen Fanclub, die Ultras. Und ich mache das Ding seit einem halben Jahr, also halt mit meinem Gesicht in der Öffentlichkeit. Und es ist halt
am Anfang so merkwürdig und aufregend zu sehen, dass da Leute anfangen, die Musik, die du eigentlich nur deinen Freunden geschickt hast, dass sie auf einmal da draußen ist und Leute dir schreiben, dass es ihnen geholfen hat oder dass sie Spaß an der Nummer haben, dass sie sie eventuell überhaupt nicht leiden können oder dass sie die rauf und runter hören. Also diese ganze, dass so viele Menschen die, Zugang zu dieser Musik haben, die normalerweise versteckt auf einem Computer war, ist halt super aufregend und auch echt verrückt. Und das dann zu sehen, was auch Fans auf meinem Gesicht da schneiden und mit diesen Fanposts, ist auch mega witzig. Ja, ja klar. Ein Bild sehe ich da gerade, was dein aktueller oder dein aktueller Post ist von Amazon Musik, da hat es die Haare noch ein bisschen anders. Genau. Was war denn das damals für eine Haarfarbe? Mehr blond oder grau schon teilweise? Okay, also es war grau. Es war also immer versucht, grau zu sein. Man sieht passend auch zum Titel dann, oder? Genau, da habe ich mir auch nichts nehmen lassen. Ja. Mein allererstes Single ist grau. Ich möchte mir meine Haare färben, denn mir ist langweilig. Okay. Ich meine, dieser Style hier ist jetzt für euch neu. Mhm. So sehe ich eigentlich mein ganzes Leben lang aus, bis auf 2019. Ja, ja genau. Und das war mein erstes Single und der heißt Grau. Und dann wollte ich auch, dass die Leute hingucken. Ne? Mhm. Abgesehen davon fand ich es selbst sehr schön. Und aber jetzt ist das, es war so teuer, aber diese Haare zu färben, ne? Mhm. Ist so teuer, vor allen Dingen, wenn man sich als jemand mit super dunklen Haaren versucht, die Haare zu blondieren, geht das alles kaputt und dann das drüber färben und dann wäscht das wieder raus. Okay. In der Corona-Zeit ist das so rausgewachsen. Ich bin dann, als die Friseure wieder aufmachen durften, bin ich einfach mit einer Maske da hingegangen und habe gesagt, ab, einfach ab. Ich muss wieder braun sein. Jetzt muss man natürlich fragen, kommt da deine Mutter wieder ein Stück weit ins Spiel als Maskenbildnerin und Visagistin? Ihre konstruktive Kritik ist auf einem komplett anderen Niveau als die von meinem Papa. wenn es um sowas geht, also meine Mutter ist ja auch wirklich die Stylistin. Ja, sie ist genau. Stylistin vom Beruf. Wenn sie dann teilweise sieht, mit was für Klamotten ich auf die Bühne gehe, schüttelt sie den Kopf und sagt, Julian, das kannst du doch nicht machen. Und ich so, das ist geil. Julian, so, sie, als er das allererste Mal auftauchte mit diesen grauen Haaren, hat sie einen Schreck gekriegt und hat gesagt, so, boah, ich habe mir damals so viel Mühe gegeben, dich auf die Welt zu bringen und dir diese Haare zu machen. Und was machst du? Du klatschst da grau drüber. Entsetzen, genau. Ja, gut. Aber ich finde auch genau das richtige Maß an Entsetzen, was eine Mutter dem eigenen Kind gegenüber haben sollte. Okay. Aber ich sage, es kommt immer ein bisschen natürlich auch drauf an. Und wenn man auffällt, dann glaube ich, hat man das Richtige gemacht irgendwo, ne? Dass man ein bisschen raussticht aus dem Ganzen. Naja, also als absoluter Newcomer, vor allem, was war auch bei der Schlagerchance, aber du weißt nie, ob etwas deine erste oder letzte Sendung sein kann. Du weißt nie, ob etwas deine erste oder letzte Single sein kann. Und man hat mir diese eine Chance gegeben. Und wenn ich 3 Minuten und 10 Sekunden habe in der Kamera, würde ich gerne, dass die Leute in der Zeit mich anschauen und ich diese Zeit nutzen kann. Denn wenn Leute vom Fernseher aufstehen und sich Snacks zu holen, wenn ich auf die Bühne komme, habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Dann kann irgendwas auch nicht ganz stimmen, das ist richtig, genau. Ja. Fanpost, kriegst du sowas auch schon? Und wenn ja, von wem, was sind es hauptsächlich? Die Jüngeren oder die älteren Zuschauer? Also eher die Jüngeren nicht. Also ich habe Fanpost gekriegt, vor allen Dingen von meinem Fanclub, als das noch ganz jung war. Die hat mir dann so ein Weihnachtspaket zusammengestellt und das war total süß. Wir haben jetzt erst aber, da das alles so ein bisschen zusammengewurschtet war, hatten wir es erst nach Mallorca zu meinem Tonstudio schicken lassen. Mhm. Und da waren natürlich auch super nette Briefe dabei und viele Autogrammwünsche. Und dann haben wir natürlich erstmal, weil wir es auch ein bisschen verpeilt hatten, dann selbst unser Geld in die Hand genommen und dann die Autogrammkarten rausgeschickt von Spanien nach Deutschland. Aber jetzt haben wir auch mit meinem in Kooperation mit meinem Fanclub zusammen ein Postfach. Okay. Das werde ich natürlich auch bald, auch wenn es bei dir, wenn du das, unser Interview hier rauskommt, ist es schon online. Jetzt gibt es ein Postfach, einfach in meiner Biografie auf meiner Instagram-Seite oder Facebook-Seite gucken und dort dann einfach hier eure frankierten Umschläge hinsenden und dann schicke ich euch ein schönes Autogramm zurück. Alles klar, das machen wir doch sehr gerne. Also da gibt es bestimmt Anfragen, das bin ich mir fast sicher.
wo kann man dich jetzt so in nächster Zeit vielleicht auch mal live erleben? Gibt es Fernsehsendungen, die jetzt dann anstehen? Ich denke mal Fernsehgarten oder immer wieder Sonntags, bist bestimmt noch dabei. Genau, also ich bin jetzt sogar, also Christine fährt jetzt immer wieder sonntags und ich nehme mir diese Chance, ich nehme die Chance in die Hand, um den Europapark komplett zu durchforsten und jede einzelne Achterbahn zu fahren, die es dort gibt. Ja. Genau. Ja, es sind Fernsehsendungen geplant, aber ich darf leider noch nicht drüber reden, weil Embargo. Ja. Ja. Aber ich denke mal, auch da auf Instagram nachschauen oder entsprechend auf den sozialen Netzwerken wird man es mitbekommen. Sobald ich das Go zum Mitteilen habe, dann sage ich euch allen, wo, wann und wie ich da bin. Aber also, ab und zu muss ich da einfach noch ein bisschen das Geheimnis wahren. Und das macht teilweise auch schön. Ja, junger Schlager finde ich gut, dass wirklich da sehr viel nachkommt. Und natürlich, es gibt auch deine Schwester, die ja gerade auch ein Album veröffentlicht hat. Wie versteht ihr euch? Wie kommt ihr zusammen? Wir wohnen ja auch in derselben Stadt. Also wir sind nicht miteinander aufgewachsen. Ne? Sie war bei ihrer Mama, ich dann erstmal bei meiner Mama und dann beim Papa. Aber wir haben uns ja oft genug gesehen. Und jetzt, wo wir auch in derselben Stadt wohnen, sehen wir uns fast jede zweite Woche, wenn es irgendwie unseren Terminkalender zulässt. Und telefonieren fast jetzt täglich, also jeden zweiten Tag, wir haben sehr viel Kontakt. Sie ist ja auch gerade mit ihrem Album draußen und läuft ja auch relativ super. Und sie hat ja auch schon mittlerweile eine riesen Fanbase gefunden. Ja. Und ich wünsche ihr alles Glück der Welt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, sehr gut, sehr gut. Gibt es da vielleicht irgendwie mal, man weiß ja nie, könnte ja mal sein, dass sich da mal was Gemeinsames entwickelt. Das Problem halt mit dem Gemeinsamen ist, wir werden so oft danach gefragt. Okay. Ey, komm, so, was sind wir? Wir sind einmal hier ist Matthias, Christine, Julian, Marie. Das ist eine Familie, wo wir wirklich dann vier Musiker drin haben und eigentlich auch sehr eng miteinander zusammenarbeiten und halt auch miteinander kommunizieren. Natürlich kommt die Frage auf, aber wir sind halt auch alles eigenständige Musiker und zwei von uns sind Newcomer, die erst seit weniger als 6 Monaten insgesamt draußen sind. Okay, vielleicht sind es jetzt mehr als 6 Monate bei mir, aber du verstehst, was ich meine. Marie versucht gerade erstmal für sich einen Namen zu machen und erstmal das hinzukriegen und wir schließen natürlich keine Zusammenarbeit jemals aus, aber da muss auch der richtige Song dafür da sein. Und der wurde noch nicht geschrieben. Ja, klar. Kann ja irgendwann mal noch kommen. Man weiß es nie. Genau. Lass mal alles offen. Wenn man mal im Studio dieses einen Klick-Moment hat und man sagt, oh mein Gott, genau dieser Song würde doch damit zusammenpassen und könnte man da nicht, dann ist es natürlich eine witzige Idee. Aber es muss erst der Song da sein. Genau. Ja, also man sieht, sind viel Potenzial ist da und so soll es auch sein. Jetzt so Richtung Sommer hinblickend nochmal, was steht wirklich an? Du sagst, du machst jetzt gerade Urlaub am Bodensee. Oder wo sind sonst so deine Urlaubspläne? Wie schaut es aus für 2020? Was macht man? Also, da ich ja die erste Hälfte 2020 gar nicht so viel arbeiten konnte, versuche ich das jetzt in der nächsten Hälfte nachzuholen. Und jetzt, okay, Urlaub am Bodensee würde ich das jetzt auch nicht nennen, für die schönen Sommertage, wenn ich dann jetzt zwischen Interviews und Rumreisen für Sachen, möchte einfach wieder auf den See kommen. Weißt du, wenn es richtig warm wird, dann einfach an den schönen See, ins kühle Wasser. Das ist einfach geil. Und aber ansonsten bin ich eigentlich echt happy mit meiner Wohnung in Köln oder mit dem Zuhause, was ich auch hier habe. Und muss gar nicht weg. Ja, finde ich doch gut. Also wenn man da so zufrieden ist und sehr bescheidener Mensch eigentlich, oder? Ich habe also nach der ganzen Corona-Krise, ich bin erstmal froh, überhaupt erstmal wieder arbeiten zu können. Ich hatte genug Urlaub für ein Jahr. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also, dann würde ich sagen, haben wir es doch schon fast durch. Sind von deiner Seite aus noch irgendwelche Wünsche oder beziehungsweise Botschaften an deine Fans? Ich mach's mal wirklich ganz klischeehaft. Ey Leute, meine neue Single ist draußen, Euphorie. Und ich hoffe, ihr habt damit in diesem Sommer und auch weiterhin damit eine euphorische Zeit. Ja,
das tolle Schlusswort ist sozusagen vom Julian Reim. Namen, genau. Den man sich merken muss, genau. Dann würde ich dir alles Gute wünschen jetzt in dem Fall. Ja, herzlichen vielen Dank, dass du für dieses nette Interview mit dir. Bitte gerne. Wir machen gerne mal eine Fortsetzung, wenn es von dir aus reicht ist. Ja, immer anfragen. Ich habe, wenn ich Zeit habe, sofort. Mhm. Können auch gerne mal auf Abendstunden mal einen Livestream mal vielleicht versuchen. Geht vielleicht auch mal. Auch über Instagram. Können wir gerne probieren. Ja, also was sowas angeht, sicher. Einfach nur vornherein fragen, damit ich mich mental drauf vorbereiten kann. Und um ehrlich zu sein, Abendstunden macht sogar mehr Sinn als Morgenstunden. So ist es, genau, richtig. So, jetzt pass mal auf. Ich habe hier gerade hier, wenn du siehst, deinen Kanal hier. Ne? Ja, genau. Ich gehe jetzt mal auf Abonnieren. Dankeschön. Aber bitte auch gegenseitig folgen. Natürlich, das ist auch ein Geben und ein Nehmen. Genau. Also in diesem Sinne nochmal Dankeschön, alles Gute und grüß deine ganze Family. Ich grüße jeden. Genau. Alles klar. Dann mach's gut. Danke dir. Mach's gut und genieß den Tag. Ciao. Ebenso. Tschüss. Ciao.